Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phönotopia. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber ich habe endlich rausgefunden, wo ich die scheiß Lampe herkriege. Also, hier ist ein Laden und da kann man sie kaufen. Ich brauche aber 90 R jetzt dafür. Hier sind noch mega gute Sachen, die ich alle eigentlich einmal haben will. Was heißt das jetzt so ungefähr, was ich jetzt machen werde? Weswegen ich jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde jetzt erstmal rauscutten darf. Ich werde jetzt haufenweise diese Beeren holen, sie hierher bringen und verkaufen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Geld habe. Bis gleich, Leute. So, Leute, nach einer halben Ewigkeit habe ich es endlich geschafft. Ich habe Früchte geerntet und Geld geholt. Jetzt habe ich zumindest die Lampe. Jetzt sehe ich im Dunkeln endlich was. Ja, jetzt kann ich 200 auf die Angelrute. Nochmal 200 auf einen besseren Schläger. Nochmal 125 auf der Armbrust und eine bessere Weste. Für 150, 300, 275, 675 R darf ich mir sparen. Aber hey, ich habe eine Lampe, ich habe sogar noch eine Bonusbeere, die ich direkt schlucke. Ihr seht, ich habe auch kassiert. Ich habe noch Froschschenkel, die kann ich irgendwo braten. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich mein Geld jetzt erstmal spare. Inventar ist erstmal groß genug. Und ich würde sagen, wir testen die gute Lampe hier unten. Ah, ist das schön, wenn man was sehen kann. Findet ihr nicht auch, Leute? Ich denke, als nächstes hole ich mir den Aluminiumschläger. Und halt die Armbrust. Die Angel, die kann echt noch ein bisschen warten. So, erstmal. Ah, ich sehe was. Das ist so schön. So, wo ist das Drecksblach? Hast du dich hier einfach versteckt? Nein, ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand findet. Du traust dich ja richtig was, Schwester. Ich gehe zurück zur Basis. Soll ich noch hier unten weiter erkunden, wenn ich schon hier bin? Wer weiß, vielleicht finde ich eine Schatztruhe mit ein bisschen Geld drin. Hier unten scheint auch relativ viel zu sein. Da ist auf jeden Fall was drin. Bohnen in der Dose gefunden. Pinto-Bohnen. Okay. Heller wird's nicht mehr. Da ist echt noch eine Schatztruhe. Mit richtig viel Geld. Hat sich gelohnt. Konnte ich auf den drauf rumhüpfen? Ich konnte auf den rumhüpfen. Boing. Hui. Laufendes Trampolin. Da bin ich wieder. Alle noch in einem Stück. Sehr schön. Schwester, du wirst dich freuen, dass Adas Tür jetzt offen ist. Geh und sieh selbst nach. Nichts zu danken. Ich hoffe einfach nur, die Kinder haben dir nicht allzu viel Ärger gemacht. Sag alle Schwester Gail, danke. Ich nehme das mal. Dankeschön. Ich hatte auch noch gesehen, hier bin ich nämlich einmal aus Versehen reingegangen, als ich den Laden gesucht habe. Hier ist auch nochmal was versteckt. Und da wir jetzt Licht haben, kann ich hier mal gucken gehen. Mal gucken, was sich hier versteckt. Wieder massenweise Geld. Und ein Mondstein.
So, wir können hier rein. Irgendwo hier muss der Typ doch sein. Lese ich, falls nötig ist. Hallo? Du hast die Bomben erhalten. Ihre explosive Kraft kann Gegner wegschleudern und brüchige Wände und Felsbrücke zerstören. Ah, mit Bomben kann ich mich selbst verletzen. Ja, das hätte ich mir aber auch denken können. Wie werfe ich die? Ah! Warte mal. So. Kabum! Huhu! Na endlich kann ich die Dinger loswerden. Warum habe ich das Gefühl, dass das Geschütz da losgehen kann? Kannst du losgehen? Mach Bumm. Nee, kannst nicht. Ist das ein Schäfchen? Das muss Adas Spar-Pucki sein. Ich kann dir leider nichts zahlen. Ich brauche das Geld. Verdient hättest du es aber. Aber wie nice ist das? Ich habe jetzt Bomben. Gut, dass ich sie wegschlagen kann. Jawohl. Bernsteinerz gefunden. Feuer! Die jagen sich auch gegenseitig hoch. Damit komme ich doch jetzt bestimmt da oben dran. Oh Gott, das hier stürzt ja ein. Geld, 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 Geld. So gut wie gar nichts. Geschafft. Oh Gott. Hoio. Aufpassen, da bricht jetzt wieder alles ein. Ich muss mir merken, hier drin, nach jeder Bombe fliegt es hoch. Das Erz kann ich bestimmt irgendwo verkaufen. Bisschen Angst kriegt man hier schon. Dass man was abkriegt. So, aber hauptsächlich hierfür bin ich jetzt hochgeklettert. Das Energiejuwel. Und da ist auf jeden Fall ein Ort, den ich besuchen will. Nämlich die Brücke. Da war nämlich eine Stelle, da war ein Mensch eingesperrt. Und den konnte man nur mit Bomben befreien. Da ich sie jetzt habe, denke ich mal, wir können den mal eben kurz befreien gehen. Unter anderem, was auch mal endlich erledigt sein muss. Geh kaputt. Stimmt, kann ich jetzt hier irgendwas rüberschieben. Ja, da oben, da kann ich den jetzt drüber schieben. Habe ich nämlich direkt noch ein Energiejuwel. So, den kann ich jetzt durchschieben. Gucken, dass ich nicht selber dabei runtersegel. So, jetzt wieder durchschieben. Und das Energiejuwel absahen. Zack. Nicht selber einsperren. Hui. Und ich habe es. Noch mehr Energie. Jawohl. So, es ist an der Zeit, dich rauszuholen. Ich hab's überlebt.
Wusstest du doch, wenn ich lange genug warte, würden die Felsen irgendwann erodieren. Spaß, ich danke dir. Gail ist der Name, ich bin dir zu ewigen Dank verpflichtet. Ich heiße Fran und bin Chef von Daeas Seelaboratorium. Ich sollte hier einen Mondsteinhändler treffen. Weißt du, ich benötige nämlich eine große Menge an Mondstein für meine Forschung zur Teleportation. Aufregendes Zeug. Aber ich schweife ab. Unser schlecht getimtes Rendezvous wurde von einem Ouroboros-Angriff auf die Brücke unterbrochen. Ich war unter dem Geröll begraben und mein Händler ist voller Angst abgehauen. Das wird den Projektanfang um einige Zeit verschieben. Oh, ich schweife schon wieder ab. Unterbrich mich ruhig. Ich kann ewig plappern. Jedenfalls möchte ich dir eine Belohnung geben. Leider habe ich schon das ganze Essen, das ich dabei hatte, gegessen. Weißt du was? Besuch mich mal in das Seelaboratorium. Du wirst sehen, dass wir dich reich belohnen. Ich sollte jetzt zum Labor zurück. Meine Assistenten sind ohne mich absolut hilflos. Denk dran. Da ist das Seelaboratorium. Wir sehen uns dort. War hier unten eigentlich auch noch was, das man freispringen musste? Nein, aber jede Menge Kisten. Obwohl, vielleicht ist hier nochmal Geld. Jedenfalls nicht so. Aber ich wusste doch, es lohnt sich, den Typen zu holen. Teleportation, hat er gesagt, ist sein Forschungsgebiet. Das heißt, wir können uns jetzt ab sofort teleportieren. Das wird mega nützlich. Mich interessiert eigentlich eine Sache. Diese Biester, also die, die ich vorher nicht töten konnte, kann ich die mit den Bomben töten? Die machen auf jeden Fall massiv Schaden. Wartet. Die können die wegschieben. Schnell heilen, schnell heilen. Wartet. Nee, selbst die Bomben machen denen nichts. Okay. Wir waren noch nicht in der Höhle hier drin. Aus dem guten Grund, weil wir nichts sehen konnten. Aber jetzt können wir es. Jetzt sehen wir was. Ach, wieder diese hässlichen Eulen. Ja, jetzt seid ihr nicht mehr so gefährlich, ne? Übrigens, hier ist wirklich kein Ton. Warte mal, wenn ich das time. Drehe ich da noch? Und krabum. Ein Herz. Hat sich jetzt schon gelohnt. Einmal kurz hier ablegen. Was ist das denn für ein komischer See? Naja, egal. Ich hab Geld. Warte, ich krabbel dann nochmal rein. So, ist voll aufgeladen. Bomben. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich bring dich um. So, hab's umgebracht. Und ich glaube, ich kann mir jetzt die Armbrust leisten. Wie viel Geld habe ich? 176. Genau, damit kann ich mir was kaufen. So, hier runter. Der Aluminiumschläger hat 200 gekostet, das weiß ich noch. So, eine Armbrust. Mit ihr kann ich Pfeilgeschoss schießen. So, und die würde ich auch gerne einmal ausprobieren, bevor wir hier heute Schluss machen. Ich habe immer noch die Bomben. Huh.
hieß ja richtig, genau. Warte mal. Ich will sehen, ob die irgendwie einen Bullet Drop haben. Oder ob die wirklich kerzengerade fliegen. Die fliegen kerzengerade. Junge. Wozu brauche ich noch die Schleuder? Ich habe jetzt die Armbrust, die brauche ich nicht mehr. Ich brauche die halt legit nicht mehr. Die Armbrust ist deutlich besser, weil damit kann ich direkt auf etwas schießen. Der Ausdauerverbrauch ist, glaube ich, ungefähr gleich. Warte, wir können das ja mal testen. So, einmal die Schleuder. Und jetzt einmal die Armbrust. Ja, ist ungefähr gleich. Also die Armbrust ist wirklich eine Aufbesserung. Die Schleuder brauche ich nicht mehr. Vor allen Dingen kann ich damit viel schneller schießen. Ich wüsste auch zu gerne, ob die mehr Schaden macht. Aber das können wir beim nächsten Mal testen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Wir haben heute sehr viel erreicht. Wir haben ultra viel Fortschritt gemacht. Also, man kann sich nicht beklagen. Und wir sehen uns jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!